Hallo und willkommen zu einer Folge der Epoch. So, wir sollen jetzt zum Ritualplatz gehen. Ja, machen wir es einfach mal gleich auf den Weg dahin, ne? Komm, Ladebildschirm, tauch auf. Da. So, dann erstmal wieder alles durchbeschwören hier. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Eins, ich hab keine Mana mehr. Drei. Ne, warte, wir machen nochmal. Ich will für zwei Feuer Maria haben. So. Okay, ist gar nicht so weit weg. Wahrscheinlich kommen ja gar keine Gegner. Aber bestimmt beim Ritual tauchen bestimmt Gegner auf. Auszeichnete Arbeit, genau das hatten wir erwartet. Hast du die Relikte gefunden? Ich habe sie bei mir. Jetzt passt gut auf, die Seelen, die in Phylakerium gefangen sind, oder wie auch immer man das ausspricht, fürchten sich vor uns. Sie fürchten sich selbst, der Lehre zu vergessen. Siehst du, wie sie sich recken, wie sie nach dem Symbol der Hoffnung greifen und wir befreien sie? Am Ende muss die Lehre sämtliche Hoffnung auf der Welt vernichten. Unsere Körper werden geopfert, damit wir eins werden können. Verdammt. Ja, ich glaube, die haben uns ein bisschen verarscht. Aber, ist egal. Und eh machen wir die hier. Hey, der OP vereinigt das aus, das Video. Aber dafür sind sie nämlich keine Ahnung, der ist natürlich. Okay, die blitzt die aber immer weg auf dem Boden. Ne, die geht die Pelle nicht mehr weg, ne? Ja, war das nicht besonders schwierig. Ein Zweihandspeer, Giftschaden, toll. Okay, dann gehen wir weiter. Das zerschmetterte Tor. Okay, da unten können wir hin, da oben. Und da oben ist auch noch einer. Was ist das hier unten dafür? Das ist ein Riss. Das ist also der, der die uralte Jagd. Dann gehen wir da unten zuerst hin zum Riss. Das ist auf jeden Fall noch die älteste Quest, die wir haben. Ist dann irgendwas tot eigentlich? Dann wieder nach am Skelett. Vielleicht sollten wir das doch nochmal austauschen. Weil das nachher am Skelett stirbt schon ganz schön oft. Ah, das ist der uralte Wald. Also. Denn auf in den Wald. Was immer wir da machen. So, erkundet den uralten Wald. Okay. Ach, sieht aber eigentlich wieder, ne, wenn man hier ist, denkt man gleich wieder so richtig schön. Auf jeden Fall besser als diese düstere Leere da. Ja, schön hell hier wieder, alles grün. Ich könnte der Zeit hier in der Zeit spielen. Ich bin froh, wenn wir in der normalen Zeit spielen. Also wenn wir quasi wieder irgendwie hier sind. Oder meinetwegen auch hier. Hauptsache nicht hier. Langsam habe ich das düstere satt gefühlt. Für Ding hier. Wer auch immer du bist. Ich kann auf jeden Fall nichts mit dir machen. Das war jetzt ganz gut. So, wo waren wir denn hier stehen geblieben? Ah ja, da war wir hier bei der Punkte einpatschen, ne?
Aber genau, oder? Ja doch, aber wie hier halt den Nekroschaden nicht viel bringt. Das ist der physische Schaden. Das Ding ist, wenn wir halt vom Skelett halt die Feuerpfeile dann noch mehr raufbatschen. Wenn halt Zauberschaden mit bei, was unsere Magier mehr Schaden machen würden, auch dann wäre halt irgendwie geil. Aber so ist es halt irgendwie. Weil der. Na klar, der Nekrose-Schaden, der ist natürlich für uns auch ganz gut, aber. Das waren halt nur 4% so an sich, ne? Da kommen wir schon da einen Punkt rein. Warte mal, da unten ist ein Punkt. Ich glaube, wir sollten da wahrscheinlich in die Richtung laufen. Sackgasse. Na, vielleicht. Mein Dach wird auch noch ein Weg. Aber wir laufen doch nach oben. Scheiß auf. Wird schon mal richtig sein. Und wie sind denn noch hier? Ich muss so gucken, was ich eigentlich brauchen kann. Kälteschaden. Toll. Nahkampfschaden. Chance auf Blutung. So ein Ring. Physischer Schaden. Toll. Die Frage, das Ding ist jetzt aber noch die Frage, erhöht sich auch der physische Schaden, wenn man Viecher mal. Es gibt ja auch Diener-Schaden. Oder ist es nur mein physischer Schaden so an sich? Das wäre halt die Frage. Warte mal, das könnte ich ja eigentlich nachgucken. Wenn ich jetzt hier bin, Diener. Das Ding ist, das ist nämlich Diener-Schaden, deswegen glaube ich, das nehme ich ja weniger. 137%. Wenn ich jetzt das Ding ausrüste, dann ändert sich nämlich da gar nichts. Aber vielleicht auch, weil sich nur 1% ändert bei den Ringen. Dass deswegen vielleicht nicht auffällt. Ja, dann ändert sich bei den Dingen nämlich nichts. Deswegen, das ist echt einfach nur für mich der physische Schaden, wenn dann. Das ist echt kacke so. Drei bringt uns das gar nichts. Ich weiß dann, bringt schwer, ob der ganze Feuerschaden und sowas irgendwie hat, wenn das irgendwo drauf ist. Ich halt irgendwie die Feuerpfeile auf mein Skelett habe. Da muss der Balkan, eigentlich muss das doch was bringen, oder? Das ist echt schwachsinnig. Du warst so schnell tot. Voll die eigentlich. Mann, das ist ja auch die Sachen doppelt. Ring, Stab, Beil. Was kann der Ring? Elementarschaden. Ja, das wäre zum Beispiel jetzt die Frage. Bringt das jetzt was oder nicht? Was ich, der Ring kann eh nicht fehlen. Nehmen wir es jetzt aber mal mit. Was soll's denn? DLT, Diener LP. 40% ist natürlich schon viel geiler als 22, ne? Und dann läuft die 20. Wie viel bringt mir der Intelligenz momentan an Stats? Ist die Frage. Aber es gibt ja gar keine. Das stimmt, ist ja nur die Fähigkeit an sich, ne? Aber die screenen halt alle mit Intelligenz, ne? Warte mal, stimmt, was muss ich denn, warte, hier so? Mit Alt-Dubber, aber mal. 20%. Okay, jetzt wir haben quasi 8% Schaden und 40 Leben. Bei dir auch 8% Schaden. 8% Schaden weniger und dafür haben dieses 18% Le mehr Leben. Wenn man es so nimmt. Aber einfach mehr Schaden haben, deswegen lassen wir es so. Na gut, dass wir darüber geredet haben. So, was ist hier los?
Töte den Drachen. Hallo Drache, wie geht's dir? Also will ich Feuer in mein Gesicht sprühen. Also will ich Feuer in meine Sweater reinsprühen. So, wir gehen am besten raus. Oh, ich bin aber gestorben. Schade. Ja, gut. Ich sag mal so, da ich jetzt kein Counterplay gegen, da ich keine Mobilität gerade besessen habe. Und der mich aber gewonshottet hat und ich aber sofort weggelaufen bin, sobald es ging. Erstmal in die Stadt gehen und verkaufen und dann überlegen wir, was wir da machen. Weil ich könnte dann an sich meinen Teleport mitnehmen. Das hat mich gefragt, was ich dafür raushau. Händler da oben. Was ist denn der Händler? Ist der Händler nicht hier? Das ist dann der Symbol, was sagen soll. Weg, 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 weg. Follow your feet. So, was machen wir jetzt gegen das Vieh? Das ist die Frage. Ich muss halt, meine, es war knapp. Ich hätte wirklich instant reagieren und nicht, auch noch nicht. Ich meine, ich stand ja mitten in ihn drin quasi, also genau in der Mitte von dem Ding, wenn ich halt schon ein Stück von ihm wegstehe. Eigentlich ist es dann easy machbar, ne? Alles da, ne? Ja, was geht? Das hat wieder drei Feuermarier, na gut. Stimmt mir jetzt nicht, muss ich sagen. Hm, guck mal, Feuerwiderstand. Ne, so guckt jetzt nicht aus. Safe einer. Okay, nächster Versuch. Wenn wir jetzt so stehen zum Beispiel. Kann ich überhaupt? Das probieren. So, jetzt sind wir raus. Können wir kurz einfach unsere. Wollte wieder beschwören? Also, wir waren alle tot, glaube ich. Ja, gut. Da ist er doch tot. So, hier gedroppt ein Schild. Gut, jetzt soll ich aber zur Ratskammer zurückkehren. Dann machen wir das mal. Da, weil das aber weg ist. Einfach mal einen Drachen getötet hier. Greetings. So, sei grüßt. Hast du mehr Hinweise auf Zeitreisen gefunden? Ich kann jedenfalls deine vergangenen Entscheidungen rückgängig machen, wenn du möchtest. Erzähl mir vom uralten Wald und der Beste, gegen den du gekämpft hast. Erzähl ihr. So. Das ist faszinierend. Ich wünschte, ich hätte das mit eigenen Augen sehen können. Es hört sich wunderschön an. Ja, auf jeden Fall hat sich das wunderschön angehört. Zwei Götzenslots haben wir dadurch bekommen. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann können wir zu unserem Lara einen Götzen daraus holen. Warte, die Frage ist halt, wie sind die jetzt aufgebaut? Okay, das heißt, wieder haben wir jetzt nochmal so und so einen oder halt nochmal die einzelnen. So, ja, einen physischen Schaden für meine Diener. Da haben wir einen Nekro-Schaden gehabt. Widerstand. Kälteschaden, Blitzwiderstand, Kälteschaden. Schutz. Tja. Wir können halt nur einen davon mitnehmen, halt vom Ding her, ne? Ich glaube, den nehme ich einfach.
Also, höre ich meinen Schaden oder höre ich halt den Diener-Schaden? Wir hören den Diener-Schaden einfach noch. Und dann nehmen wir die Dinger da wieder rein. So, und dann müssen wir hier oben wieder hin. Da haben wir auch die andere Nebenquest noch, davon abgesehen. Bevor wir dann bei der Hauptquest sind. Für das Ding haben wir jetzt irgendwie einfach ausgelassen, ne? Ich frage mich auch immer noch, ob wir hier noch jemanden gewinnen. Ich glaube, das alles optional ist. So, was fehlt jetzt eigentlich? Maria fehlt wieder, ne? Auch noch einer von unseren Bogenschützen. So. Dann, so, was ist hier oben denn? Was wird da hin? Was ist hier rechts? Kann ich auch weiterlaufen? Ne, jetzt geht's gleich weiter. Das heißt, hier zerschmettertes Tal ist quasi gar nichts. Frage ist halt, was für ein Tor ist denn das hier? Wo gehen wir jetzt hin? Gehen wir jetzt nach links oder rechts? Schicke den Tunnel, wo ist denn der Tunnel? Vielleicht ist jetzt halt erstmal nach oben. Wie es aussieht. Ich denke, hier wohl nach oben. Machen wir anstatt die Nebenquests, aber vielleicht müssen wir das ja auch machen, weil ich sage, da gab es gerade irgendwie keinen Weg hin. Wir müssen hier erst irgendwas machen, um dann da hinzukommen. Oh, plus 1 bis Skelett beschwören. Ne, warte mal, plus 1 bis. Okay, ich stell, ist das jetzt ein Übersetzungsfehler und ich kann 1 Skelett mehr beschwören? Das ergibt der Satz keinen Sinn. Plus 1 bis Skelett beschwören. Mit der Diener-Schaden. Kann ich jetzt ein Skelett mehr beschwören? Lass mal das hier aussehen. Ne. Für den Marian? Auch nicht. Okay. Aber wir haben trotzdem Diener-Schaden, den nehmen wir trotzdem mit, aber keine Ahnung, was ist dieses plus 1 bis Skelett beschwören. Keine Ahnung, was es dann bedeuten soll. Steht hier irgendwie sowas bei? Für vier Kaiser steht erhöht den Schaden über Zeit, den er dir verursacht, aber mit dem Schaden über Zeit, das steht doch gar nicht so. Was ist das denn, ne? Tja. Naja. Wir haben Diener-Schaden da drauf, von daher ist oder so nicht schlecht. Was immer jetzt diese andere Stat da bringt. Also ich hätte mich jetzt aber. Komm, steht ja auch mit drauf. Hätte mich jetzt aber Acer auch gewundert, wenn auf einem normalen Gegenstand einfach ein Skelett mehr drauf wäre. Wenn das ein Legendary wäre, sowas, dann könnte ich das vielleicht noch nachvollziehen. Aber ansonsten, sowas kannst du, du hast 10%, ne? Du hast 11. Betäubungsvermeidung haben wir hier. Und Giftwiderstand. Giftwiderstand und Lärmwiderstand. Oder deren Widerstand würde uns hier wahrscheinlich mehr bringen in dem Gebiet eigentlich, ne? Auf den 1% mehr Schaden kommst du wahrscheinlich auch nicht unbedingt an, dann nehme ich glaube ich lieber das Ding. Wieder Feuerschaden habe ich nicht. Wenn ich jetzt noch einstellen könnte, dass meine Pets für mich Items aufsammeln, ne? Würde ich hier bei FK rumstehen und rumlaufen. Also würde ich ganz einfach. Das wäre auch ein bisschen zu OP, wenn die Items einsammeln könnten. Also einfach. Oder einfach so ein Pet. Einfach eine Fähigkeit, die einfach nur dafür da wäre. Einfach ein Skelett, das ist einfach so ein Sammler. Macht das auch kein Damage und nix? Aber Sam für dich Item sein. Und Geld meine Dinge. Und halt einfach alles, was man einsammeln kann.
22. Sackgasse, da sind noch einer oben. Dann können wir uns dann ein Boot einsetzen. Sehen wir auch nicht genau, wo wir hin müssen, ne? Die waren ganz schön weg. Oh, halt, opa. Meine ganzen Pets sind alle tot, was passiert? Pets sagt, weißt du, das Gerät mit dem aber wie Pet. Kein Mann mehr. Diese Beschwäche ist eigentlich nur noch diese Skelette. Das habe ich, hab ich doch gar nicht geskillt eigentlich, oder? Ich müsste ja immer noch normale Skelette auch noch mit rauskommen, oder nicht? Da bin ich ja wie doof. Das hat mich schon mal gewundert. Vielleicht aber Punkte. Gut, dass mir blinkt nicht mal was hier unten auf. Eigentlich müsste ich doch das hier skillen, damit die normalen Magier nicht mehr da rauskommen. Naja. Okay, einen Punkt, den wollten wir ja da noch weiter raufgehen, dass wir hier unten das den noch mehr haben. So, hier habe ich ja. Über den bin ich am überlegen, ob wir das jetzt sehen. Weil, wie gesagt, das Nahkampfskelett, der stirbt eigentlich schon relativ häufig. Dann können wir aber den hier machen. Dann mit 2 Punkte. Unternehmen wir, glaube ich, echt den hier. Ist einfach gar keine Krieger mehr drin haben, sind nur die Fernkämpfer haben. So, jetzt haben wir 6 Fernkämpfer. Nötige Kirche Trefferchance. 6 Leben bei Tötung. Wäre jetzt auch nicht schlecht, ne? Jetzt hat man noch die Frage, wie viel das vom Schaden der ausmacht. Diese 20%. Die werde ich ja nicht mit aufrechnen, ne? Wenn ich da so mal viel baue, mache ich wahrscheinlich mehr Schaden. Nö, lol. Wäre so viel weniger? Warum? Wäre das doch mit reinberechnet? Also, ich hatte ja 30 Nahkampfschaden. Obwohl, es greift auch ein bisschen langsamer an, ne? Ist ja schade, dass er mit reingerechnet wird. Auf jeden Fall machen wir ja wesentlich weniger Schaden damit. Tja. Ja. Dann lassen wir es so, wenn das Spiel sagt, wir machen ja 70 Schaden mit weniger, dann mache ich es immer nicht. Kommen wir mal an, wo wir hin sollen. Wir sehen das Ding immer noch hier auf der Map. Müssen wir mal hier oben irgendwas aufblinken oder so, oder nicht? Okay, das Gute ist, dass wir jetzt nur noch die, keine Ahnung, warum auch immer nur die Feuermarie haben müssen, nur die Fernkampfskette, ist ein bisschen übersichtlicher hier oben jetzt wieder. Da oben, endlich haben wir die Tür gefunden. Ne? So, das ist auch ein Level-Up. Also ich könnte jetzt auch die hier anfangen zu skillen, aber ganz ehrlich, glaube ich, mache das aber die Punkte noch voll drin, ne? Dass wir 60% Chance haben, wenn wir irgendwas töten. Wo ich mittlerweile eh nicht mehr so sicher bin, ob das überhaupt schlau war, das im Nachhinein, weil ich mittlerweile echt nur auch die halt actually relativ viel machen. Nicht gar nicht mehr so viel. Ich muss ja wirklich auch. Muss ich ja echt last hitten damit? Ich muss ja auch last hitten damit. Deswegen werde ich einfach raufschlagen, meine Viecher töten die denn. So, ich jetzt gerade durch einen Bootschirm rausgekommen, wo ich eine 60% Chance habe. Wahrscheinlich, weil ich die einfach die getötet habe. Ich habe halt zugeschlagen und irgendwie von mir hat man danach den last hit. Ich glaube, ich hätte vielleicht wahrscheinlich echt was anderes skillen sollen. Meine entfernt ausgegebene Punkte in diesem Fähigkeitsbaum. Jeder entfernte Punkt findet die Stufe um 1. Das finde ich zum Beispiel irgendwie raff ich nicht.
Das heißt, wenn ich jetzt einen Punkt wegmache, dann habe ich auch eine Stufe weniger, ja. Und dann habe ich dieser Punkt aber futsch oder was, hä? Muss ich neu hochleveln? Wenn du Spezialisierung aufhebst, werden alle Punkte für diese Fähigkeit entfernt. Ja, aber hier steht nur, dass die Punkte entfernt werden, nicht die Stufe, ne? Wir sind nicht wieder unbedingt auf Stufe 1 anfangen. Ich glaube, ich mal das. Also, das hört sich für mich eher so an, als wenn das nicht Stufe 1 wäre. Also jeder entfernte Punkt fängt die Stufe um 1. Fährt sie halt über dem Minimum der von unserem Dings da liegt, wo immer der Mini da, also über 4 liegt. Hört die Stufe wie gewohnt, in denen du diese Punkte wieder ausgibst. Achso, okay, ich das weiterlesen sollen. Ne, dann machen wir doch das hier. Dann machen wir einmal so. Ja, ganz ehrlich, als ich machen wir mit dem Blutschema, das bringt uns gar nichts mehr. Jetzt sehen das hier wieder aus. Was war der hier? Kuppelspieler waren auch scheiße eigentlich. Nehme ich vielleicht echt das komplette Ding hier einfach raus? Und machen vielleicht doch ihn da rein quasi als Punkt? Bisher hat uns das eh nicht so viel gebracht, ne? Davon abgesehen. Größerer Bereich. Trefferchance. Denkst du mal, wir hätten ja echt nachher keinen Schaden mehr, sondern nur unsere anderen Dinger da. Ah, ne, eigentlich will ich das schon behalten. Wir müssen nur mal gucken, wie wir das machen. Also, wir sind eher hier am Punkt. Ich würde einfach mal die Folge beenden und guck nochmal, wie ich das hier durchskill. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.